Juventus übertreibt gleich mal vollkommen und möchte gerne 120 Millionen für Dybala haben. Haben wir. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Manchester City Karrieremodus. Wir sind am Start heute mit der 17. Episode und es geht los mit der neuen Saison. Saison 2017-2018 nach dem Premier League und FA Cup Sieg geht es heute ja mit mehr Budget, besseren Spielern und noch krasseren Leistungen hoffentlich ins neue Jahr. Ich bin gespannt. Wir sehen hier nochmal die Abschlusstabelle. Haben wir in der letzten Saison auch nochmal gesehen. 77 Punkte, 3 vor Man United. Haben 2-0 verloren am letzten Spieltag gegen Watford. Torschützenkönig haben wir auch oder stellen wir auch mit Agüero, der zusammen mit Coutinho 19 Tore hat. Und wir haben immer noch Spekulationen um Kompany und Training. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich denke mal, 1000 Likes dürften drin sein für diese Episode. Wir werden einen richtig kranken Transfer machen. Ich habe jetzt keine Rücksicht auf die Kommentare genommen, aber ich habe schon mal eine Idee im Kopf, wen ich als Stürmer holen will. Das habe ich letzte Episode lang. Wir haben hier Nacho, Agüero und Abraham für vier Positionen oder für zwei Positionen. Wir brauchen noch einen Ersatz, zumal wir Champions League und zwei Pokale plus Liga spielen. Ich bin gespannt, wer es werden würde. Ich hoffe, ihr auch. Und wir machen mal weiter. Saison beenden. Wir drücken den mystischen Button. Und ja, wir sind nach wie vor der richtige Mann für die Aufgabe, Manchester City zum Erfolg zu führen. Das ist doch schön. Und dann machen wir weiter und warten auf die unendlich langen Ladezeiten. Wir sind am Start, Trikotverkäufe, das ist unser Ziel, wieder mal 200 Millionen, die wir da erreichen sollen. Dazu erziele über drei Saisons Medieneinnahmen, Wettbewerbspreisgelder von 380 Millionen Euro. Dürfte kein Problem sein, wenn wir wieder die Premier League gewinnen. Und hier sehen wir unser Budget, 132 Millionen haben wir. Das ist nicht so viel, da ging ein bisschen mehr, gerade bei Man City, aber 300.000 Gehaltsbudget, das ist auf jeden Fall ordentlich, damit kann ich leben und ich bin mal gespannt, was wir damit so anfangen können. Erstmal aber Training, unter anderem mit Moreno, den ich ja erwähnt habe in der letzten Episode, der Neuzugang, den wir verliehen hatten an Deportivo La Coruña. Und danach wird es übrigens noch weitergehen, damit, dass ich jetzt Spieler auf Transferliste packe. So, die Transferliste ist vorbereitet. Die sehen wir alle mit einem Transferstatus. Sobrino, Boni, Moi, Fernandinho, Delph, Nasri, Angelinho, Denaya und Bravo können gehen. Kommt zwar komplett. Und dann haben wir noch Ünal, Sinchenko, Kovalenko, Stones und nicht Ihr, Nacho. Nein. Die verliehen werden können. Also 4 und auf der Transferliste haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler. So, Freunde, und ich habe mir einen bestimmten Spieler ins Visier gefasst. Ich weiß, normalerweise habe ich immer gesagt, wir brauchen eigentlich einen Spieler, der köpfen kann. Das heißt, einen kopfballstarken Spieler und einen kleinen, geschmeidigen Spieler. Aber im Karrieremodus klappt das nicht so. Und deswegen dachte ich mir, ihr habt einen die letzte Saison die ganze Zeit schon gewollt. Und auf den werden wir uns jetzt ein bisschen fokussieren. Paulo Dybala von Juventus Turin, 23 Jahre alt, in Ultimate Team, mein Lieblingsspieler dieses Jahr und eine absolute Granate. Bessere Abschlüsse als Agüero, 95 Dribbling und 95 Ballkontrolle, dazu 91 Beweglichkeit. Ganz, ganz schnell unterwegs, relativ stark mit 66 für seine 1,76 Körpergröße. Geiler Typ, den wollen wir haben. Er wird uns so ziemlich alles kosten, was wir haben. Wir versuchen es aber erstmal mit Boni und 50 Millionen. Vielleicht ist Juventus ja gnädig. Es wäre halt absolut genial und der Kerl hat auch einfach unglaubliches Potenzial. Wir spielen übrigens in Japan, das habe ich jetzt versehentlich gewählt. Gegen Real und Barca, na toll. Sind noch mehr Spieler zurückgekehrt. Nochmal auf der Transferliste. Unser Kader wird am Ende einfach absolut leer sein. Das ist richtig heftig. Ergebnisse im Training sind mau. Okay, Turin ist absolut nicht interessiert an Boni. Dementsprechend einfach 55 Millionen haben wir da noch übrig. 70 bieten wir, das meinte ich. Und wir haben das erste Angebot für Vincent Kompany. Der hat Heimweh, aber sorry, Barcelona liegt nicht in Belgien. Und er hat mir gerade in der Nachricht, die ich direkt gelöscht habe, gesagt, er bleibt gerne. Brahim Diaz währenddessen hat sein Vertragsangebot abgelehnt, was mir nicht so gut gefällt. Da verlängern wir dann nochmal 4 Jahre und ich gebe ihm den sporadischen Spieler als Rolle. Guckt euch an, wie voll dieser Kader ist. Es ist unglaublich. Übrigens direkt mal mit AL, würde ich sagen, gegen Roma, abgesehen von Kollege Boateng, der noch nicht ganz fit ist. Touré geht mal hier raus, Maffeo geht erst recht raus, dafür kommt Thiago auf die. Wir sind einfach viel zu, unser Kader ist zu, das geht doch nicht. So, Simulation gegen Roma, die spielen 4-3-3 mit dem rechten Flügelspieler namens Gerson. Oh, die spielen mit Comtala B11, also normalerweise sollte das für unsere A11, die ich hier mal testen wollte, gar kein Problem darstellen. 3-0, Carrasco und Sterling trifft im ersten Versuch. Das ist ja der Wahnsinn. Juventus übertreibt gleich mal vollkommen und möchte gerne 120 Millionen für Dybala haben. Haben wir. So, Kompany ist unverkäuflich und damit ist die Geschichte vorbei. Mangala ist sogar noch auf 82 gestiegen und bei dem könnte ich sogar drüber nachdenken, den zu verkaufen, auch wenn Chelsea natürlich direkter Konkurrent ist. Achso, und Tammy Abraham werden wir definitiv nicht verkaufen, da geht nichts, aber null, gar nichts. United möchte Kelechi Iheanacho haben. Verzieht euch.
Wilfried Bony. So, die möchte zwar Tottenham damit ein direkter Konkurrent haben, aber den wollte ich ja sowieso abgeben. Von daher denke ich darüber nach. Al-Hilal gegen Nagoya Grampus gewonnen, aber wir spielen jetzt eigentlich nicht mit einer A-Elf, aber die Elf sollte stark genug sein, um sie zu besiegen, auch wenn wir auswärts simulieren. Müssen wir mal schauen, wie das jetzt hier laufen wird. Wir warten mal ungefähr bis zur Halbzeit. Gamba Osaka 1-1 gegen Real. Das ist natürlich mal eine Ansage. Barcelona 1-1 gegen Wolfsburg. Das spricht nicht gerade für gute Ergebnisse. 0-0. Naja, da kann man immerhin noch mit leben, sag ich mal. Turin bleibt hart. Wir bieten 100 Millionen für die Baller. Chelsea ist mal wieder auf Innenverteidigerjagd und akzeptiert 43,5 Millionen für Eliaquim Mangala. Was soll denn sowas? Die sind doch bescheuert. Also wirklich, das wäre in meinen Augen dann der richtige Zeitpunkt für einen Tobi Alderweireld, einen Romagnoli, einen De Vrij oder auch einen Kolo Giagiak. Giagiak. Wer es werden wird, wissen wir natürlich nicht, aber ich bin gespannt, ob wir einen davon für uns gewinnen können. Tottenham bietet schon mal 26 Millionen für Boney und das reicht mir, das nehmen wir an. Und Man United macht sich langsam lächerlich. So, und jetzt geht es nochmal gegen Nagoya, aber das sollte normalerweise kein Problem sein. Die haben gegen Al-Hilal verloren und gegen Rom verloren und gegen uns werden sie wahrscheinlich auswärts auch verlieren. Ich kenne da keinen von. Delph trifft sogar. Delph the Snake. Real verliert gegen Barcelona momentan. Gamba verliert gegen Wolfsburg und wir gewinnen 4-0 durch zweimal Delph. Sogar Zinchenko und Abraham, der endlich mal trifft. Tottenham ist nicht ganz zufrieden, könnte man sagen. Die wollen ein bisschen mehr Geld für Alderweireld. Und auch Leicester will ein bisschen mehr für Kolo Giagiak. Bayern will auch 60 Millionen für De Vrij. Währenddessen haben wir Mangala tatsächlich an Chelsea verkauft. Und Juventus Turin hat das Angebot für Paulo Dybala akzeptiert. 100 Millionen für unseren neuen Topstürmer. Das argentinische Traumduo in unserer Offensive. Sergio Aguero und Dybala. Wird es Realität? Boney ist auch verkauft. Romagnoli kostet wohl ein bisschen mehr. Tottenham sieht überhaupt nichts ein. Und wir lassen gegen Wolfsburg, die gegen Barcelona und Real weitergekommen sind, unsere AB-Elf ran. Mal sehen, wie das laufen wird. Aguero und Iheanacho stürmen. Die Davi und Gomez auf der anderen Seite. Fabinho haben sie sich gekauft. Das Quest in der Innenverteidigung. 2-1 gewinnen wir, obwohl Bernhard Roth bekommt. Aguero und Fernandinho treffen. 4 Millionen haben wir per Einladungsturnier bekommen. Bayern will immer noch 60 Millionen für De Vrij. Wir spielen im Finale gegen Barcelona und loben unser Team vorher. Leicester akzeptiert das Angebot für Kolo Giagiak. Das wäre echt riskant, den zu holen, aber er wäre halt nur Backup und er wäre auch Franzose. Und was mit Dybala ist, das sehen wir in der nächsten Episode. Wenn euch diese heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Videobeschreibung auf jeden Fall auschecken, die Links zu IG Vault, zu meinem Merchandise und zu meinen Social Media Links und wir sehen uns morgen mit der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.